Art und Weise, wie die Türkei mit Europa und seinen demokratischen Staaten umgeht, ist leider in einem fast schon schlechtesten Zustand, den wir bisher hatten. Die Angriffe sind unsäglich. Gerade die Niederlande als einen faschistischen Staat zu bezeichnen, ist eigentlich abscheulich, denn das ist ein Land, das sehr unter der Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten gelitten hat und Widerstand organisiert hat. Deswegen kann ich nur hoffen, dass hier zwei Dinge passieren. Erstens, dass diese Angriffe endlich aufhören, aber zweitens, dass wir uns nicht zu Gegenprovokationen hinreißen lassen. Ich finde, wir dürfen niemandem den Gefallen tun, die Lage immer weiter eskalieren zu lassen, sondern wir sind stark genug als Deutschland, als Europa, auch das auszuhalten. Und für mich ist besonders wichtig, dass wir den Menschen in Deutschland, die türkischer Abstammung sind, ganz offen und deutlich sagen, dass sie zu uns gehören, dass sie zu diesem Rechtsstaat, zu dieser Demokratie gehören, dass sie viel für unser Land getan haben, sind mit am Wohlstand dieses Landes beteiligt, sie haben ihn mit aufgebaut und wir wollen uns nicht spalten lassen, sondern unsere Botschaft ist, wir sind ein Land und lasst uns dieses Land verteidigen und insbesondere Freiheit und Demokratie in diesem Land offensiv gegen alle Angriffe von außen verteidigen.